Hallo YouTube, schön, dass ihr da seid. Wenn es mal wieder heißt Adventskalender Haus Nummer 14. Da ist es schon. Und ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen im Offstream weitergemacht. Ich musste dazu sagen, ich habe die Achse umbauen müssen nochmal, weil ich was falsch lang montiert habe. Da waren die Schutzfänger hier, waren hier vorne. Und ja, was soll ich sagen? Habe ich einmal umgebaut, habe es jetzt hier dran gemacht schon. Ich hoffe, da kommt jetzt auch nichts mehr hier vorne, aber ich glaube nicht. Hier vorne fehlt eigentlich nur noch die Motorhaube. Und ja, dann geht's weiter. Die Lampe ist noch nicht wieder dran. Ich habe nämlich keinen Sekundenkleber momentan. Der wird mir aber besorgt von meiner Frau, die macht mir das dann fertig. Und dann können wir das Ganze dann auch wieder festmachen. So. Des Weiteren haben wir jetzt unser Haus 14. Machen wir mal auf. Ja, und ich muss schon gestehen, in der vorherigen Aufnahme, denen, die aufpassen, wird es wahrscheinlich auffallen. Und zwar da, die Kupplung ist dran. Also das Gestänge hier, no, er ist dran. Ich hatte in der vorherigen Aufnahme keinen Ton. So ehrlich muss man einfach sein. Und ja, dementsprechend habe ich das Teil jetzt drin, aber habe es nicht mehr rausgekriegt, als ich festgestellt habe, ich habe keinen Ton. Also, ganze Ding zurück, versucht rauszuziehen. Ist nicht, ist bombenfest, da geht gar nichts mehr. Ja, und jetzt, also wären es eigentlich 4 Teile, wir haben aber nur 3. So, die schütten wir mal aus hier. So, da sind sie. 1, 2 und die 3. Die 3 Teile haben wir. Die bauen wir jetzt dran. Und da ich ja schon weiß, wo sie hingehören, wird es hoffentlich jetzt nicht so lange dauern. So, ich versuche es auch nochmal hier mit dem Gestänge. Genau, doch, das. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das könnt ihr auch sehen, hoffe ich. So, dann mal fest. So, das haben wir fest. Erste Gestänge dran. Dann kommt hier unten, da in das Loch hier, kommt jetzt das nächste Gestänge. Dass ich es auch richtig drin kriege wieder. Ja, so rum ist es. So, auch dran. Ja. Der ist da. Und dann haben wir jetzt hier hinten noch für die Arbeitsgeräte, für die Arbeitsaufnahme. Die Halterung, die stecken wir jetzt auch einmal dran noch und dann sind wir auch schon fertig. Ich bin Wahnsinn. Nee, das ist, jetzt geht es wirklich echt verdammt schnell. So, das ist dran. Es sitzt alles. Jetzt gucken wir nochmal nach, ob wir auch alles wirklich dran haben. Jawohl. Das sieht gut aus. Hier unten ist auch alles fest. So. Was soll ich sagen? Er nimmt schon Form an, unser kleiner Dolz. Sehr schönes Gerät. Also, ich freue mich ungemein. Wir können ja mal als kleine Vorschau auf die nächste Seite gucken. Und gucken uns mal an, was da jetzt passiert. Und so wie ich das sehe, würde ich jetzt fast sagen, bauen wir dann jetzt dort den Hinterteil, wie Gasbremse kommt dann dran, da kommt die Kupplung dran, das Getriebe kommt dann dran, da kommt der Sitz nachher drauf und so weiter und so fort. Also da kommt jetzt einiges an Kleinteil und Friemelarbeit, aber genau so muss es sein, um den Dolz dann
startklar zu bekommen. Und da freue ich mich jetzt am meisten drauf, dass er dann bald Formen annehmen wird, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis er wirklich fertig ist. Wir haben noch 10 Tage bis Heiligabend und was soll ich euch sagen? 10 Tage vergehen wie im Flug. Von daher, ja, wünsche ich euch schöne Weihnachtstage bis Heiligabend. Heiligabend gibt es dann den letzten Teil. Den gibt es dann, aber gegen Abend. Und das Ganze auch dann noch natürlich live. Ja, das heißt, den bauen wir abends, den letzten Rest bauen wir abends dann zusammen an, aber auf und dran und machen alles fertig, so wie sich's gehört. Das sind nur noch ein paar Kleinigkeiten, da bin ich, ja, wie soll ich sagen, ich bin da ganz froh drüber. Dass wir das haben. Und dann sind wir fertig. Und dann können wir unseren kleinen Deutz hier bewundern. Also zum Schluss werden noch ein paar Aufkleber aufgeklebt, ein paar Deckels und das ist sehr wunderschön. Ja, also ich habe da richtig Spaß dran und wie gesagt, ihr kennt es, ich werde es euch aber trotzdem nochmal sagen. Ihr wisst, wie es geht. Lasst einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Natürlich auch Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit ihr auch mitkriegt, wenn was neu hochgeladen wird, wie zum Beispiel auch die kleine Farm, die ja immer jeden Tag kommt. Ich habe es im Offstream natürlich zur Vorbereitung auf diesen Stream gerade auch schon gesagt. Ich hatte gerade keinen Ton bei der letzten Aufnahme und ja, da ist es dann passiert. Und am Freitag habt ihr es ja im Livestream bei Twitch auch mitbekommen. Die Kameraeinstellung, ihr habt mich die ganze Zeit gesehen, aber ihr habt nichts anderes gesehen. Also ihr habt nichts vom Spiel oder so gesehen. Deswegen gibt es morgen und übermorgen die neuen Folgen dann für unsere kleine Farm. Und heute gab es dann eine, weil es gestern keine gab. Und ich bitte das zu entschuldigen, aber ich werde da an einem, ja, noch dran arbeiten. Also, mea culpa, mea maxima, ne? Immer schön aufpassen, ich weiß, ja. Aber, wie gesagt, aller Anfang ist schwer. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Alles andere steht unten in der Videobeschreibung, wie ihr den kleinen Deutz hier bekommt, als Adventskalender oder auch als normal Click and Easy Bau. Habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe euch auch verlinkt, was nutze ich an Equipment bei meinem Rechner, an Monitoren, an Lenkrad und so weiter und so fort. Alles drin verlinkt und wenn ihr meint, ihr müsst was spenden, dann dürft ihr das gerne tun. Video ist auch unten drin verlinkt. Macht es. Ich bin euch dankbar und wünsche euch jetzt noch schöne Feiertage. Bis dahin, euer Kolke. Wir sehen uns morgen zum Adventskalender 15. Ciao.